Ja, schönen Abend auch. Ich hoffe, dass ihr, dass Sie darauf vorbereitet sind, dass ich jetzt mindestens eine Stunde rede. Und ich rede in der Tat nicht, sondern ich lese, weil sonst schaffe ich es in der Stunde gar nicht. Und weil es mir auch auf bestimmte Worte ganz konkret ankommt und auch deswegen tue ich das. Ich möchte mit der Kommentierung zweier Sprachbilder beginnen. Manche Sozialwissenschaftler, für die Grenzen der Natur auch noch Jahrzehnte nach der Veröffentlichung der Grenzen des Wachstums durch den Club of Rome kein sonderlich ernstzunehmendes Thema war, äußern heute ihre Befürchtung, dass der Kapitalismus in eine, ich zitiere, ökonomische, ökologische Zangenkrise sich hineinmanövriert habe. Das ist das erste Bild. Nun, wenn der Kapitalismus tatsächlich ein Gefährt wäre, das lange Zeit in die falsche Richtung gefahren ist und nun, sagen wir mal, wie ein Megatanker in gefährlichen Wassern kreuzt, auf Kollisionskurs vielleicht mit schmelzenden Eisbergen, was läge da näher, als einige Stellschrauben neu zu justieren, ein paar Fahrzeugteile auszutauschen, vielleicht die Betankung zu ändern und am besten auch noch die Kommandostrukturen, etwa indem man den Eignern des Ungetüms andere Stakeholder zur Seite stellt, sodass dann die gleichsam in einer Art von Klassen- und gesellschaftsübergreifender Kooperation das Gefährt in einen sicheren Hafen führen. Von dort aus könnte es dann, das ist dann die neue Vision, mit einem grünen Anstrich aufbrechen und seine zivilisatorische Mission der kreativen Zerstörung fortzusetzen. Als ein gebändigter Tiger, schade, dass wir jetzt nicht in einem anderen Raum sind, weil da war dieses, wie ich finde, zweite deplatzierte Bild, nämlich zu sehen, das für diese Veranstaltung hier wirbt. Die Überzeugung, dass der Kapitalismus in den sich ankündigenden Stürmen vielleicht zerbrechen wird, scheint jedenfalls nicht weit verbreitet zu sein. Auch wenn sich viele Menschen wohl eine Regulierung des sogenannten Raubtierkapitalismus wünschen. Freilich ist das Bild, das wir vorhin gesehen haben, mit dem die Rosa-Luxemburg-Stiftung für ihre laufende Tagung Regulation des Kapitalismus im Umbruch, den Tiger reiten, wirbt aus meiner Sicht ziemlich misslungen. Denn das Bedürfnis eines Tigers nach Beute ist ebenso begrenzt, wie das Überleben dieser schönen Tiere bedroht ist. Ganz im Gegensatz zu dem auf grenzenlose Akkumulation gepeilten Kapitalismus, an dessen Ende nur wenige Menschen glauben können oder glauben wollen. Doch wer immer meint, es wäre nötig und möglich, den Tiger zu reiten, auch das steht unter dieser Tagung als Motto, der wird dies heute unter dem Label der Great Transformation tun. Im Englischsprachigen ist dann häufiger von Just Transition und gelegentlich auch vom Green New Deal die Rede. Alle Varianten aber lassen ein gutes Leben für alle und dies schon bald erwarten. Nun, ist aus dieser Popularisierung des einst der Umweltbewegung zugeschriebenen oder von ihr auch getragenen Nachhaltigkeitsdiskurses, sicherlich befeuert durch die Mobilisierungserfolge der Fridays for Future-Bewegung, zu schließen, dass die enge Verknüpfung zwischen Natur- und Gesellschaftsgeschichte endlich auch in den Sozialwissenschaften reflektiert und zur Grundlage kapitalismuskritischer Studien gemacht werden? Dieser Frage gilt jedenfalls der erste Teil meiner Ausführungen. Selbst unter den Sympathisanten der sogenannten Postwachstumsbewegung gibt es nicht wenige Zeitgenossen, die im Anschluss an Niall Smith und Eric Swinnedow die Natur für ein bloßes soziales Konstrukt halten, eine Ideologie par excellence, ohne ein eigenes materielles Substrat. Wer von gesellschaftlichen Naturverhältnissen im Plural spricht, bezieht sich auf eine unterstellte außerordentliche Vielfalt von Natur. Diese, so die These, würde es uns ermöglichen, politische Entscheidungen darüber zu treffen, in was für einer Natur wir leben wollen. Physikalische, chemische, biologische Gesetzmäßigkeiten, die Abläufe in der Natur im Singular,
definitiv steuern, und zwar so, dass sie im Idealfall zu einem homöostatischen Gleichgewicht führen, vermag diese Sichtweise nur als Ausdruck eines rohen Materialismus zu sehen, der die Komplexität moderner Gesellschaften nicht versteht. Was Natur ist, existiert demnach nicht außerhalb des menschlichen Geistes, sondern ist Ausdruck unserer Empfindungen und begrifflichen Deutungen von Realität. Diese superanthropozentrische Sicht verkürzt die Naturgeschichte des Planeten Erde auf jenen Wimpernschlag, währenddessen ich zitiere den Titel einer Ende der 70er Jahre von Max Frisch veröffentlichten Erzählung, der Mensch im Holozän erscheint und den Planeten mit seinem Fußabdruck gründlich umgestaltet. Bis zum heutigen Zeitpunkt treibt sich der Mensch aber gerade einmal ein Tausendstel der Zeit auf der Erde herum, die diese existiert. Wie soll es da möglich sein, so frage ich mich, dass von menschlicher Imagination abhängt, was Natur ausmacht? Freilich, wer die Regulation des Kapitalismus ins Zentrum rückt, wird zuvorderst ökonomische Imperative berücksichtigen, und das bedeutet notwendigerweise, es ist effizient mit den Mitteln, zumal mit dem Gelde, umzugehen. Eine Ökonomie, die wie die Natur auf dem Prinzip der Redundanz, also der doppelten und mehrfachen Strukturen und Prozesse basierte, wodurch bekanntlich die Evolution sichergestellt wird, müsste als Widerspruch in sich bezeichnet werden. Daher verwundert es nicht, dass wir heute von einer die Natur- und Gesellschaftsgeschichte zusammendenkende Theorie moderner Gesellschaften ebenso weit entfernt sind, wie die Begründer der politischen Ökonomie es waren. Doch angesichts der wachsenden Berge gründlicher naturwissenschaftlicher Studien und der alltäglichen Berichte über schmelzende Polkappen, großflächige und lang anhaltende Wald-, Busch- und Moorbrände in Lateinamerika, in Afrika, auf Sumatra und Borneo, in Sibirien und angesichts der Berichte über gewaltige Stürme, verheerende Flutkatastrophen und extreme Dürren, andernorts würde sich in der Tat heute jeder Mensch lächerlich machen, welcher der Natur lediglich, so wie dieser Ansatz tut, eine, Zitat, diskursive Existenz zubilligt. Gleichwohl waren und sind es vor allen Dingen Naturwissenschaftler, Klimaforscher, Geowissenschaftler, Biologen, die mit ihren zu Recht als Warnrufe gemeinten Veröffentlichungen einer größeren Öffentlichkeit vermittelt haben, dass die Qualität und Quantität der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nicht allein von ökonomischen und politischen Entscheidungen abhängt, sondern ebenso von materiellen Naturbedingungen. Derweil Sozialwissenschaftler, zu denen ja auch die meinungsprägenden Ökonomen zählen, sich nach wie vor schwer tun, dies in ihren Theorien und Begriffen zu berücksichtigen. Menschen machen ihre Menschengeschichte, und sie sind dabei, wie alle anderen Lebewesen auch, Teil der Naturgeschichte. Sie passen sich aber eben nicht in eine Art besondere natürliche Umwelt ein, wie das alle anderen Lebewesen tun, denn durch ihre Intelligenz, ihre Handlungen, ihre Arbeit zumal, sind ihnen zahllose Möglichkeiten erhaltungswidrigen, genau gesagt nicht angepassten Verhaltens gegeben. Daher können sie sich vieler Techniken bedienen, um beliebige Naturzustände zu verändern. Immer schon haben sie dafür Stoffe aus ihrem Zusammenhang gerissen und diese unter Zuhilfenahme exosomatischer Energie, die seit der industriellen Revolution vornehmlich aus fossilen Quellen stammt, in Stoffe und Prozesse transformiert, die einzig für die Menschen selbst von einem Nutzen sind. Immer blieben dabei aber auch Kuppelprodukte zurück, für die es keine menschlichen Zwecke gibt, und die wurden dann stets in die außermenschliche Natur entsorgt, so heißt der seltsame Begriff dazu. In der Ökonomie wird diese Praxis als externer Effekt der rationalen Transformation von Stoffen und Energieträgern bezeichnet, womit ausgedrückt werden soll, dass sie vom Markt und seiner monetären Logik der Zahlungen nicht erfasst werden kann.
Auf diese Weise ist es den Menschen erfolgreich gelungen, ihre Art über den ganzen Planeten zu verbreiten, ihre Lebensform zu differenzieren und die Erde bis in die Tiefen der Lithosphäre und der Ozeane und bis hinauf in die Atmosphäre für ihre Lebensbedürfnisse umzugestalten. Diese Art der Welteroberung war immer gegründet auf eine Ökologie der Angst. So heißt ein schönes Büchlein von Jens Söntgen. Die Ökologie der Angst spielte nicht nur eine Rolle im Umgang der Menschen untereinander, mehr vor allen Dingen in ihrem Umgang mit den Tieren. Dieser Hinweis ist nicht unwichtig und ich werde am Schluss meiner Ausführungen darauf zurückkommen, denn es zeigt sich, dass eine Ökologie der Angst nicht nur am Anfang des Siegeszugs des Homo sapiens stand, sondern möglicherweise auch dessen existenzielle Krise begleitet. Doch so viele Anstrengungen, die immer klüger werdenden Menschen auch unternehmen mögen, sich den ökologischen Kreisläufen zu entziehen, sie bleiben durch Atmung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidungen in übergreifende ökologische Systeme eingebunden, in das komplexe Web of Life, das auf dem Stoffwechsel von Mineralien, Pflanzen, Tieren, respektive Menschen als eine Art von Tier, basiert. Daher übersetzt sich der von Marx so bezeichnete metabolische Riss in den Austauschprozessen aller Lebewesen und Mineralien in die Frage: Wird es eine Zukunft für den Kapitalismus oder eine Zukunft für die menschliche Zivilisation geben? Beide zusammen, so meine Leitthese, kann der Planet nicht länger tragen. Die industriekapitalistische urbane Moderne lässt sich als ein Prozess fortgesetzter und immer perfiderer Domestizierung von Natur verstehen, an dessen Ende die Konquistadoren nicht nur an ihrem eigenen Erfolg leiden, sondern auch an ihrer eigenen Liquidierung mitarbeiten. Genau dies aber wollen sehr viele Sozialwissenschaftler, die ihre Zuständigkeit für das Verhältnis von Natur und Gesellschaft bestreiten und sich stattdessen auf die Analyse sozialen Handelns und die daraus erwachsenen Institutionen konzentrieren wollen, nur widerwillig, wenn überhaupt, zur Kenntnis nehmen. Mit der von den Geowissenschaften ausgelösten Debatte über den Beginn eines neuen Erdzeitalters des Anthropozäns können Sie daher nur wenig anfangen. Bestenfalls in dieser Form, wie ich es eingangs erwähnte, in dem auf eine ökologisch-ökonomische Doppelkrise oder multiple Krise oder irgendwas anderes hingewiesen wird, wobei dann ganz schnell Ökologie nur ein Schlagwort bleibt, aber nicht weiter integriert wird in das Gerüst der sozialwissenschaftlichen Kategorien. Und bei Sozialwissenschaften, nur zur Klärung, schließe ich immer die Ökonomen mit ein. Dabei thematisiert diese Debatte über das Anthropozän eine Entwicklung, die bisherige Grundannahmen der Sozialwissenschaften, vor allem die an Descartes orientierte Unterscheidung von Natur und Gesellschaft, in Zweifel zieht. Denn der Begriff des Anthropozän hebt nicht nur hervor, dass der Einfluss menschliches Handeln auf das Weltklima und auf die biophysischen Systeme der Erde, das für Menschen so angenehme Holozän, definitiv beendet hat, sondern dass nunmehr Naturgeschichte endgültig zur Menschengeschichte geworden ist. Die Menschen sind zu einem geologischen Faktor geworden, in seiner Wirkkraft eigentlich nur vergleichbar mit den Vulkanen, die die Erdoberfläche über Jahrmillionen geformt haben, oder mit jenem Asteroideneinschlag im Golf von Mexiko, der vor rund 65 Millionen Jahren die Dinosaurier vernichtete. Dem Anthropos ist das teuflische Kunststück gelungen, das Netz des Lebens, welches sich im Verlauf von Milliarden von Jahren ausgebildet hat, zu zerreißen und damit zugleich die Möglichkeiten künftiger Evolution dramatisch zu verengen. Zugleich bringt der Mensch das Klimagleichgewicht des Erdsystems aus der Balance, das sich über eine Periode von 1,2 Millionen Jahren herausgebildet hat. Heute befindet sich dieses System nicht weit weg von jenem Zustand, der das Einbiegen auf einen irreversiblen und das heißt durch keinerlei menschliche Aktivität vermeidbaren Entwicklungspfad hin zu einem
Hothouse State markiert. Ein Zustand, der, wenn er eintritt, über 10 und Hunderttausende von Jahren Bestand haben könnte. Weil sich ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem sogenannten Anthropozän und der Herausbildung der sozialen Formation des Kapitalismus definitiv nicht verleugnen lässt, haben Elmar Altvater, Andreas Holm und Jason Moore zeitgleich, aber völlig unabhängig voneinander vorgeschlagen, das neue Zeitalter nicht Anthropozän, sondern Kapitalozän zu nennen. Denn erst unter den Bedingungen einer kapitalistischen Produktionsweise, deren vorrangiges Ziel es ist, durch die systematische Produktion einer ungeheuren Warensammlung, so Marx, monetären Wert hervorzubringen und mit der damit verbundenen Urbanisierung, wird mit der Ausbeutung von Menschen durch Menschen zugleich der Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur nachhaltig gestört. Sukzessive wird dabei der gesamte Globus in ein Ressourcenlager, ein Arbeitskräftereservoir und in eine Deponie für mögliche Abfälle verwandelt. Heute ist der Kapitalismus tatsächlich jenes weltökonomische System, das er zu Zeiten von Karl Marx erst zu werden versprach. Ein System der Produktion, Zirkulation und Konsumtion von Waren, dessen Eigenart die ins Unendliche zielende Bewegung der Gewinnmacherei ist und die heute jeden Erdenwinkel erfasst hat. Die Maßlosigkeit ist ihr Wesensmerkmal. Das Geld muss in seiner Form als Kredit immer einen Überschuss erwirtschaften, sei es in der Form von Zinsen oder von Renditen. Die Verwertung des erwirtschafteten Wertes mag ein völlig irrationaler Zweck sein, ist aber ein von den Wirtschaftsakteuren nicht umkehrbarer Zweck. Er wird mit höchst rationalen Mitteln verfolgt, von der Konkurrenz erzwungen, hinter dem Rücken der Akteure. Und wie grün und nachhaltig sich die einzelnen wirtschaftlichen Akteure auch gern verhalten möchten, es gilt das Prinzip Wachse oder Weiche. Wer die Maxime der Akkumulation nicht berücksichtigt, wird früher oder später vom Markt vertrieben, von den Konkurrenten aufgekauft oder in den Bankrott getrieben. Allerdings war der Kapitalismus zu keiner historischen Zeit ein System, das sich selbst hätte erzeugen können. Immer schon war es abhängig von externen Voraussetzungen, von historischen Milieus, von nicht marktförmiger Arbeit und darunter vor allen Dingen in großem Umfang von den Reproduktionsleistungen von Frauen, vor allem aber von allen Arten von Natur, von exosomatischen Energiequellen, von Wasser und fruchtbarem Boden, von vielen Metallen und Mineralien, die als Gratisleistungen angeboten werden. Diese Formulierung von Marx ist ganz bedeutsam, denn es handelt sich, wie Marx schreibt, um Geschenke der Natur. Diese Geschenke gehören niemandem, weder einem einzelnen Menschen noch einer Nation, ja noch nicht einmal der Menschheit als Gesamtheit. Menschen sind lediglich Nutznießer der freigebigen Natur. Das können wir bei Marx lesen. Die Natur stellt aber deswegen auch kein spezifisch auf menschliche Bedürfnisse ausgerichtetes Produktions- oder gar Dienstleistungssystem dar, das Ressourcen speziell für uns bereithält. Sie ist ein sehr komplexes Reproduktionssystem, das den Naturgesetzen des Stoffwechsels unterliegt und für alle Formen von Leben gleichermaßen bedeutsam ist. Daher sollten wir die Free Gifts of Nature, wie sie bei Marx heißen, sorgfältig pflegen und, das ist interessant, da geht Marx über den Brundtland-Report weit hinaus, sie der kommenden Generation in einem besseren Zustand überlassen, als wir sie vorgefunden haben. Halten wir zunächst fest. Auch schon vor der Herausbildung des Kapitalismus zu einem weltökonomischen System war das Verhältnis der menschlichen Spezies zum Rest der Natur nicht unbedingt von friedlicher Koexistenz und Koevolution geprägt. Davon zeugen die Verschleppung und Vernichtung unzähliger Pflanzen- und Tierarten und die Degradation von Böden, insbesondere allerdings dort, wo der europäische Mensch seinen Fuß hinsetzte, die großflächige Abholzung von Wäldern und eine Vielzahl von regionalen Umweltkatastrophen, in denen die eine oder andere Zivilisation dann auch zugrunde ging.
Doch mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise zunächst in Europa und sogenannten Offshots in den Amerikas, in Asien und Australien und dann später im Rest der Welt, kommt die anthropozentrische Ausbeutung der Gratisgeschenke der Natur einen ganz neuen Drive. Denn es kommt der Doppelcharakter aller ökonomischen Prozesse zum Tragen, jene Entdeckung, auf die Marx nicht wenig stolz war, betrachtete er diese doch als seine eigentliche, originäre Leistung für die Kritik der politischen Ökonomie. Denn er hatte durch das Studium der bahnbrechenden Arbeiten des deutschen Agrarchemikers Justus Liebig verstanden, dass jede Schaffung von Gebrauchswerten für menschliche Bedarfe von einer qualitativen Transformation von Stoffen und Energie und von einer unvermeidlichen und durch nichts wieder rückholbaren Zunahme von Entropie begleitet ist. Für Elmar Altvater war dies der gleichsam archimedische Punkt, von dem jede ökologisch fundierte Kritik der politischen Ökonomie ausgehen müsste, um, wie Marx es versucht hatte, die Triebkräfte und die inhärente Krisendynamik der sozialen Formation des Kapitalismus verstehen zu können, damit sie basierend auf diesem Verständnis überwunden werden kann. Nun, viele treiben heute Kritik der politischen Ökonomie, ohne diesen archimedischen Punkt zu berücksichtigen. Durch die Verschmelzung der Gebrauchsgüterproduktion, die notwendigerweise immer ein Destruktionsprozess ist, mit der Selbstverwertungsdynamik des Kapitals verliert die dingliche Welt der Gebrauchsgüterproduktion ihre Wirkung als eine Bremse gegen die, und jetzt zitiere ich Hannah Arendt, weltverzehrenden Bedürfnisse des Animal Laborans. Ein moralisch begründetes Genug, auf das die Postwachstumsbewegung setzt, kann es im Kapitalismus nicht geben. Denn der Wachstumszwang ist in sein Institutionensystem, aber auch in unsere Denk- und Orientierungsweisen eingebaut. Um Profite realisieren zu können, sollten sich immer neue Möglichkeiten der Investition auftun, um öffentliche Schulden bedienen zu können, Steuern einzunehmen und daraus öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen finanzieren zu können, sollte das wirtschaftliche Mehrprodukt unbedingt wachsen. Um Konsumausgaben tätigen zu können, braucht es Arbeitseinkommen und am besten braucht es mehr Arbeitsmöglichkeiten als nachgefragt werden, weil dann gibt es zumindest eine Chance, dass auch die Einkommen aus Lohnarbeit wachsen. Und schließlich braucht es zum Absatz von wachsenden Produkt- und Dienstleistungsangeboten auch noch unbedingt den wachsenden Konsum. Und für den sorgen dann die hypertroph aufgeblähten Wirtschaftsbereiche des Marketing und der Werbung und die daran gekoppelten Dienstleistungen der Finanzindustrie. Aber ebenso die Zivilisationskrankheit der conspicuous consumption, die soziale Anerkennung in wachsendem Umfang, an den Erwerb und schnellstmöglichen Wechsel von kurzlebigen Konsumprodukten und Konsumpraktiken bindet. Dass Grenzen der stofflichen Welt im Kapitalismus systematisch ignoriert und so letztlich die materiellen Bedingungen der Reproduktion zerstört werden, erklärte Marx bekanntlich damit, dass die gesellschaftliche Formation des Kapitalismus durch ihre inhärente Ungleichheit nicht nur der Einkommen und des Konsums, die heute im Zentrum stehen, sondern vor allem durch die Ungleichheit der Klassen dafür sorgt, dass das Mensch-Natur-Verhältnis vollkommen aus der Balance gerät. Denn unter kapitalistischen Verhältnissen ist schlichtweg keine rationale Entscheidung darüber möglich, welche Ressourcen und wie viele Ressourcen und in welchen Zeiträumen und unter welchen Bedingungen extrahiert und von wem dann genutzt, transformiert und dem Konsum, also ihrer Vernichtung, zugeführt werden sollen. Diese Einsicht scheint aber in den heutigen Debatten über die sozial-ökologische Transformation verloren gegangen, weil ich kann sie schwer finden. James O'Connor hat in diesem Zusammenhang von der Second Contradiction of Capital gesprochen, der prinzipiell unbegrenzte Drang des Kapitals zur Selbstverwertung und Akkumulation führt dazu, dass Selbstbeschränkung ein Fremdkörper im Kapitalismus ist und bleiben muss. Also gibt es für das Kapital keine Grenzen. Gleichzeitig
aber führt dessen Dynamik zu einer so dramatischen Weitung des metabolischen Risses zwischen der außermenschlichen Natur und den Menschen, dass in der Mitte des 21. Jahrhunderts deren industriell-urbane Zivilisation in ihrer Existenz bedroht und sogar ein Ende der menschlichen Zivilisation nicht mehr ganz ausgeschlossen werden kann. Nichts anderes bezeichnet, wenn auch in der Sprache der Geowissenschaften, die aktuelle Debatte über Tipping Points, über Kipppunkte der biophysischen Systeme der Erde. Diese Debatte, so meine folgende These, müsste um Annahmen zu Kipppunkten, die sich im System der Werte, also im Bereich der Ökonomie abzeichnen, ergänzt werden. Im Zusammenhang beider Entwicklungen werden aber auch Kipppunkte in den sozialen und politischen Systemen der Gegenwartsgesellschaft erkennbar. Dies soll in den nächsten Vortragsschritten erläutert werden. Von einem Kipppunkt in der Entwicklung eines Systems wird gesprochen, wenn eine zuvor geradlinige und eindeutige Entwicklung durch bestimmte Rückkopplungsmechanismen entweder abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder stark beschleunigt. Ich unterstelle einmal, dass die neuralgischen Kippelemente im globalen Klimasystem für das anwesende Publikum ebenso zum vertrauten Grundlagenwissen gehören wie für die jungen Menschen der Fridays for Future-Bewegung. Aber sicherheitshalber will ich lieber erwähnen, dass es vor allen Dingen 4 Kippelemente sind, die früher als bislang von Klimaforschern erwartet ihre Stabilität verlieren könnten, und zwar bald. Würde das System seine Stabilität verlieren, treten positive Rückkopplungsmechanismen ein, die dann andere Stabilisatoren des Klimas und damit das gesamte biophysische System zum Kollabieren bringen können. Es handelt sich dabei um den grönländischen Eisschild, das arktische Sommereis, die alpinen Gletscher und den westarktischen Eisschild. Wer aufmerksam die internationale Tagespresse verfolgt und vielleicht noch ein paar Newsletter abonniert hat, kann das Kippen dieser Systeme in Echtzeit verfolgen. Denn dafür braucht es lediglich eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperaturen von 1-3% und wir sind bekanntlich auf dem Track in Richtung 2 Grad Celsius und mehr gegenüber dem vorindustriellen Level. Freilich kommt die Fixierung der Debatte auf die Klimakrise und auf gänzlich unzureichende, selbstverständlich marktkonform gestaltete Maßnahmen zur sogenannten Dekarbonisierung unserer Ökonomie einer groben Verharmlosung der Lage gleich. Denn das Massensterben der Tiere scheint nicht nur für die Bewohner in den westlichen Industriestaaten, sondern auch für die in den Megacities des globalen Südens lebenden Menschen aller Klassen, Rassen und Geschlechter von geringer Bedeutung. Tiere sind zum Essen da und wenn sie vom Aussterben bedroht sind, dann retten wir sie halt in unsere zoologischen Gärten, auf dass dort unsere Allmacht über die wilde Natur bezeugt werden kann. Obwohl die planetarischen Grenzen bei der Artenvielfalt und bei der Bodenfruchtbarkeit längst um ein Vielfaches des noch Zuträglichen überschritten sind, da geht es nicht darum, innerhalb der Grenzen zu bleiben. Wir sind lange darüber hinaus, kümmert deren Verlust uns weit weniger als Stickoxide auf unseren Straßen und demnächst vielleicht der Wassermangel in südeuropäischen Feriendomizilen. Andernorts aber werden schon heute die Todeszonen täglich größer. In den Trockengebieten Mittelamerikas, in unserer grünen Lunge, so hat Manuel Macron bekanntermaßen den Amazonas-Regenwald bezeichnet, in großen Teilen der Sahelzone oder auf den seit Wochen brennenden Torfböden Sumatras und Borneos, wo der Wald den Akazien für die Papierproduktion und den Palmen für die Sprit, Lebensmittel- und Kosmetikproduktion weichen musste. Freilich kommt der Kapitalismus als System des prozessierenden Wertes nicht dadurch an sein Ende, dass das Leben von Millionen von Menschen und Tieren zur Hölle und danach vielleicht ganz und gar unmöglich wird. Zumal wir hier in den reichen Ländern des Nordens wohl zunächst alle Sorten von Archen bauen werden. Wir nennen das dann Anpassung an den Klimawandel. Wir haben ja das Geld dazu. Die Angehörigen des oberen 1% werden sich
ohnehin auf relativ sichere Flächen des Planeten retten können, zumindest eine Zeit lang. Aber die werden ganz sicher nicht mehr wie früher auf tropischen Inseln liegen, sondern eher vermutlich in den Hochsicherheitszonen küstenferner Megastädte. Von dort aus wird dann der Disaster Capitalism organisiert. Doch zeichnet sich, davon sollen im nächsten Argumentationsschritt die Rede sein, auch innerhalb des Systems der Werte Widersprüche und Grenzen ab, die die Zukunft des Kapitalismus in Frage stellen. Diese parallele Entwicklung hin zu Kipppunkten in der Entwicklung auf der Gebrauchswert- wie auf der Wertseite des Systems wird oft übersehen, weil, wie ich eingangs betont habe, unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen sich mit diesen beiden Seiten befassen und weil die für die Wertseite zuständige Ökonomie mit der Natur ihrer Geschichte und ihren Gesetzen schlichtweg nichts zu tun haben will. Wer den allzu hohen Preis des Wohlstands und die destruktive Kraft technologischen Fortschritts kritisiert, gilt allerdings auch unter der Zunft der Soziologen, der ich entstamme, als unverbesserlicher Feind der Moderne, unfähig, die zivilisatorische Kraft des Kapitalismus zu würdigen. Dabei ist leicht nachprüfbar, dass die zivilisierende Kraft des Kapitalismus ein zweischneidiges, vor allem aber ein stumpfes Instrument ist. Dafür sprechen nicht zuletzt wichtige Indikatoren der menschlichen Entwicklung. So ist etwa die Zahl der unterernährten Menschen, die Kinderarbeit oder auch die Zahl gewaltsamer Konflikte oft infolge klimatischer Erschütterungen seit 2016 wieder angestiegen. Häufig übersehen wird aber, und das ist mir hier ein wichtigerer Punkt, dass sich ökologische und soziale Katastrophen zunehmend weniger unterscheiden lassen. Stürme und Überflutungen treffen vor allem arme Menschen, die in ohnehin gefährdeten Gebieten leben müssen. Hilfen erreichen die Bedürftigsten zuletzt und selten in ausreichendem Umfang. Ebenso lässt sich fragen, ob es sich bei der Organisation globaler Wertschöpfungsketten oder bei deren zukünftiger Rückabwicklung durch das Reshoring von Produktionskapazitäten infolge eines vermehrten Robotereinsatzes in den Industrieländern und der dadurch ausgelösten Schließung von Fertigungsstätten, zum Beispiel in Südostasien, nun um eine soziale oder eine ökologische Katastrophe handelt. Und wie soll die Verdrängung armer Bevölkerungsgruppen in die infrastrukturell nicht erschlossenen Randgebiete großer Städte klassifiziert werden? Sicher ist eines, dass die Marginalisierten den Ökosystemen in den Randzonen schweren Schaden zufügen, wie ihrer eigenen Gesundheit auch, wenn sie etwa in Ermangelung eines ordentlichen Frisch- und Abwassersystems alle Stoffe in dieselben Wasserläufe werfen, aus denen sie auch ihr Trinkwasser beziehen müssen. Auch die letzte Welle industriekapitalistischen technischen Fortschritts, die Digitalisierung von alles und jedem, hat zur Voraussetzung, dass andernorts auf dem Planeten Lebensräume für Menschen und Tiere in gigantische Minen transformiert werden. Beim Graben nach jenen Rohstoffen, die die Hardware der nur für einen oberflächlichen Blick virtuellen Ökonomie ausmacht. Auf der Suche nach jenen Materialien, die uns helfen sollen, ein wenig von unserer Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen wegzukommen, werden Äcker in Westafrika zu Marslandschaften, werden knappe Wasserbestände wie in der nordchinesischen Tiefebene bis zu ihrer Erschöpfung geplündert und am Grunde der Ozeane und in der Arktis wird dann das Zerstörungswerk fortgesetzt. Kipppunkte im System der Gebrauchswerte sind erreicht, wenn die Versorgung moderner Gesellschaften vollständig vom Zugriff, der Transformation und der nachfolgenden Zerstörung der Welt als Habitat abhängt und systemimmanent nicht rückgängig gemacht werden kann. Diesem Punkt haben wir uns gefährlich genähert. Die Fixierung auf die Wertproduktion von Marx als der Fetischismus der Ware bezeichnet, erlaubt es nun mal, volkswirtschaftliche Schäden, die beispielsweise durch die arktische Erwärmung hervorgerufen werden, also das Aufbrechen der Straßen, die Risse in den Hängen, die Häuser in den Abgrund reißen, die entwurzelten Bäume und so weiter, monetär zu kalkulieren und den Gewinnen entgegenzustellen, die etwa durch eine kürzere Schiffspassage in der eisfreien Schifffahrt in der eisfreien Nordwestpassage erzielt werden können. Weil diese Kalkulation ergeben kann, dass die erwartbaren monetären Schäden die erwarteten Gewinne übersteigen könnten,
wird das Zerstörungswerk fortgesetzt, gemäß der rationalen, also ökonomischen Erwartungen der an diesem Projekt beteiligten Akteure, und in den gewählten Beispielen sind es vor allen Dingen Russland und die Volksrepublik China. Doch die physikalischen Veränderungen, die die kapitalistische Ökonomie in Gang gesetzt hat und ohne die sie keinen Tag funktionieren kann, macht die bewohnbare Welt immer kleiner. Es scheint, als wäre die Welt als Ganze verzichtbar geworden. Diesen Eindruck hatte Günther Anders aber schon nach dem Zünden der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Doch damals konnte der Schrecken über die Möglichkeit einer atomaren Selbstauslöschung der gesamten Menschheit, nicht zuletzt dank einer weltweiten Anti-Atombombenbewegung, zumindest für einige Jahrzehnte in ein multilaterales Disziplinierungsreglement überführt werden. Heute, da zu der wieder gewachsenen atomaren Bedrohung der wahrscheinliche Kollaps, der wahrscheinlicher gewordene Kollaps von biophysischen Systemen des Planeten in eine zeitliche nahe Zukunft gerückt ist, verlangt ein 16-jähriges Mädchen vor der in Davos versammelten Elite aus Wirtschaft und Politik, I want you to panic, und löst damit in kurzer Zeit den hohen Spott und Hass von mindestens 400.000 Kommentaren im Internet aus. Doch auch im System der Werte, und das ist der nächste Schritt, deutet einiges auf das Erreichen von Kipppunkten der Entwicklung hin. Mögliche Ursachen eines Zusammenbruchs des Kapitalismus, der aus innerökonomischen Entwicklungen resultiert, beschäftigt die Ökonomie seit der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Weil diese soziale Formation aber bislang all ihren Verwertungskrisen zum Trotz nicht an den eigenen Widersprüchen zerbrochen ist, gilt der Kapitalismus seinen glühenden Anhängern, aber auch vielen seiner Kritiker, als ein alternativloses, jedenfalls überlebensfähiges sozialökonomisches System, mit der einen oder anderen Justierung, wie ich sie anfangs angesprochen habe. Dennoch verweisen in der Kritik der politischen Ökonomie geschulte Sozialwissenschaftler seit Jahren auf das Problem der Überakkumulation von produktivem Kapital, für das sich nicht mehr hinreichende Anlagemöglichkeiten finden lässt. Nun ist dies aber alles andere als eine frohe Botschaft, denn dieser innerökonomische Widerspruch, der den späten oder wahlweise reifen Kapitalismus prägt, hat bekanntlich zum Sieg der neoliberalen Konterrevolution gegen den nachfragefixierten Keynesianismus geführt. Der Neoliberalismus, zunächst nichts anderes als eine Ideologie, begleitet uns seit nunmehr 40 Jahren, weil er in den internationalen Organisationen, bei den Regierungen, in den Steuerungszentralen großer transnationaler Unternehmen, aber auch auf der Ebene regionaler und kommunaler Entscheidungsträger und selbst in der Psyche der Individuen Wurzeln geschlagen hat. Mit seiner Botschaft, es sei die Freiheit oberstes Gebot und Garantie des größtmöglichen Glücks der größten Zahl. Wer scheitert im Wettlauf der Freien, muss sich selbst und nicht die Gesellschaft zur Rechenschaft ziehen. Weil diese Person, dieses Unternehmen, diese Instanz eben nicht die richtigen Produkte, die richtigen Geschäftsmodelle, Regierungsprogramme, Qualifikation oder Verhaltensweisen im Angebot hatte. Diese Botschaft ist tatsächlich wirkungsmächtig geworden. Sie äußert sich nicht zuletzt in der Stigmatisierung von Verlierern des neoliberalen Wettbewerbs. Denen bleibt häufig nichts anderes, als ihre Wut oder Verzweiflung gegen sich selbst zu richten. Häufiger aber richtet sie sich gegen beliebige andere, nach dem Motto, wenn ich schon untergehen muss, dann nicht allein. Der Neoliberalismus war und ist aber nicht allein eine sehr erfolgreiche Ideologie, die viel Unheil über die Welt gebracht hat. Seine wesentliche Leistung besteht darin, dass er nicht nur für eine Deregulierung aller zuvor in gesellschaftliche Institutionen mehr schlecht als recht eingebettete Märkte für Waren, Dienstleistungen und in einem geringeren Umfang auch für Arbeitskräfte gesorgt hat. Mit der Deregulierung der Finanzmärkte hat er zugleich eine Entbettung der monetären von der realen Ökonomie befördert, ein Vorgang, den David Harvey treffsicher als Aneignung durch Enteignung bezeichnet hat. Bei genauerer Betrachtung signalisiert der Neoliberalismus aber eher eine Krise des Kapitalismus als seine Rettung oder gar eine wirksame Lösung der strukturellen Probleme dieses in die Jahre gekommenen weltökonomischen Systems.
dank eines historisch niedrigen Zinsniveaus und der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken schwimmen die Unternehmen heute in billigem Geld. Doch sie investieren nicht. Ihre Warenberge können sie nur noch absetzen, weil der Finanzsektor eine kreditfinanzierte Nachfrage schafft. Vielerorts steigt die Neuverschuldung der privaten Haushalte und der Staaten schneller als die Wirtschaftsleistung. Und die Unternehmen nutzen das billige Geld vornehmlich für kreditfinanzierte Übernahmegeschäfte, zumeist in rein spekulativer Absicht. Ihre Verschuldung ist, speziell in China, in den USA, aber auch in Frankreich, inzwischen auf ein Rekordniveau geklettert und könnte nach Einschätzung der neuen IWF-Chefin die nächste Finanzkrise schon bald auslösen. Systemimmanent lassen sich derartige Finanzkrisen nicht lösen, denn die Konjunkturprogramme, für die die Keynesianer plädieren, verpuffen nach kurzer Zeit und die rabiaten Sparprogramme der Neoliberalen führen zu verheerenden sozialen Wirtschaftseinbrüchen. Daher ist in Zukunft mit längerfristigen Wachstumssteigerungen von durchschnittlich 2,25% im globalen Durchschnitt sowie in den letzten 250 Jahren wohl eher nicht zu rechnen. Dies nicht allein deswegen, weil es unwahrscheinlich ist, dass die Verschuldung von öffentlichen und privaten Haushalten und die der Unternehmen noch weiter steigen kann. Die während der letzten Dekaden in den sogenannten Emerging Markets erzielten Wachstumsraten von durchschnittlich 3% und von ca. 1% in den entwickelten Industrieländern haben zunächst noch ausgereicht, um einen akzeptablen Return on Investment zu ermöglichen. Um diese Wachstumsraten fortschreiben zu können, müssten aber nach einer groben Kalkulation von David Harvey im Jahre 2030 profitable Investitionsmöglichkeiten für sage und schreibe 96 amerikanische Trillionen US-Dollar oder in unserer Lesweise sind es dann 96 Billionen US-Dollar, irgendwo sichtbar werden. Denn auf eine derartige schwindelerregende Summe könnte sich die akkumulierten Geldvermögen addieren, vorausgesetzt, es kommt bis dahin nicht zu einer massiven Kapitalvernichtung. Im Vergleich, nur damit das klar ist, im Jahre 1970 flossen lediglich 6 Milliarden US-Dollar an Investitionen in physische Infrastruktur, in den Städtebau, in den Aufbau von Produktionskapazitäten, in Dienstleistungen und Konsum. Und so frage ich, ist es vorstellbar, dass es in den nächsten Jahren zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung der physischen Transformationen von Stoffen und Energieträgern kommen kann, verglichen mit denen vor 40 Jahren, etwa durch einen Green New Deal? Und wäre dies wirklich wünschenswert? Mit einem ähnlich starken Anstieg der globalen Arbeiterbevölkerungen wie in den späten 90er Jahren, als dem globalen Arbeitsmarkt allein durch China und Indien 1,2 Milliarden zusätzliche Arbeitskräfte zugeführt wurden, ist aber aller Voraussicht nach im Laufe des 21. Jahrhunderts nicht mehr zu rechnen. Zwar dürfte das ohnehin riesige Reservoir an Arbeitslosen, Unterbeschäftigten und infolge der anhaltenden Rationalisierungsprozesse in Industrie und Gewerbe auch gar nicht mehr beschäftigbaren Arbeitskräften mit mittleren und niedrigen Qualifikationen weiter anwachsen und damit auch der von ihnen ausgehende Migrationsdruck auf die verbleibenden Wohlstandsoasen, doch ist es eher unwahrscheinlich, dass starkes demografisches Wachstum, so wie in den vergangenen Jahrzehnten, zum Motor der Ausweitung von Produktionskapazitäten und damit zugleich der Realisierung von Profiten wird. Wie indes Kapitalismus unter den Bedingungen einer quasi Null-Wachstumsökonomie funktionieren kann, bleibt ein offenes Geheimnis, denn das Kapital verliert seinen ökonomischen Sinn, wenn es nicht zur Maximierung von Profit oder Rendite führt. Dafür sorgt, wie gesagt, die Funktion des Geldes als Kredit und die Zinseszinsformel. Nur mit der Aneignung des bereits erwirtschafteten Reichtums der Nationen lässt sich die Akkumulation von Kapital noch aufrechterhalten. Und daher erleben wir die Wiederkehr des von Keynes längst totgesagten Rentierkapitalismus. Neben der Schaffung von Märkten für fiktives Kapital innerhalb des Finanzsystems rechnen dazu die Absicherung von geistigem Eigentumsrechten auf was auch immer, auf genetische Codes und medizinische und technische Verfahren,
auf biometrische Materialien und heute vermehrt auf Algorithmen für den Einsatz in allen Varianten der digitalen Ökonomie. Doch auch die absonderlichen Entwicklungen auf dem internationalen Kunstmarkt können als Ausdruck dieses Rentenkapitalismus betrachtet werden. Vor allem aber werden heute Renten, genau wie zu Beginn der Industrialisierung, durch den Aufkauf von Land, durch Schürfrechte für Rohstoffvorkommen und durch Immobilienhandel erzielt. Der Pfad der jahrzehntelang betriebenen Privatisierung öffentlichen Eigentums, also dessen, was David Harvey als Aneignung durch Enteignung bezeichnet hat, dürfte hingegen an ein Ende gelangt sein, denn vor allem in den Ländern des Südens ist wenig übrig geblieben, was sich noch zu privatisieren lohnte. Und an vielen Orten wächst inzwischen auch der Widerstand gegen eine weitere Enclosure der letzten Commons. Freilich kommt diese Entwicklung nur einer winzigen Minorität der Weltbevölkerung zugute. Vor allem aber spaltet diese Entwicklung die Gesellschaften in Geldvermögensbesitzer und deren Schuldner, und letzte haben null Chancen, jemals die Seite wechseln zu können. Aber es profitieren von dieser Entwicklung auch 20% der Weltbevölkerung, und in einem reichen Land wie Deutschland dürften es deutlich mehr sein. Wohl ein Großteil der hier Sitzenden dürfte sich als, wie das neulich in einer DIW-Studie zur Ungleichheit in der Bundesrepublik hieß, Bürger in der Mitte rechnen dürfen, und ganz sicher, nur damit das klar ist, rechnen dazu langjährige Daimler-Arbeiter. So viel zur Debatte über die Verkehrswende, über die wir vielleicht noch sprechen. Capitalism, so David Harvey, will end with the sound of innumerable asset bubbles popping across uneven geographical landscape of an otherwise listless capital accumulation. Doch werden die absehbaren Eruptionen, die durch das Platzen aller Arten von Blasen auf den Märkten der Rentenökonomie ausgelöst werden, eben nicht allein die großen Geldvermögensbesitzer treffen. Wenn einer der mächtigen Investitionsfonds die steigende Preise auf fossile Energieträger für die kommenden Jahre, ja Jahrzehnte, auf den internationalen Rohstoffbörsen bereits eingepreist haben, etwa einer der Big Three, also BlackRock, State Street und Vanguard, die zusammen 300 Milliarden US-Dollar einsetzen in diesem Spiel, auf Stranded Assets sitzen bleiben, weil Einlagen abgezogen und in grüne Energieträger investiert werden, dann verlieren Millionen von Menschen, deren Alters- und Krankenversicherung von diesen Fonds verwaltet werden, jegliche Ansprüche. In einem letzten Schritt möchte ich nun von den sozialen Kipppunkten der menschlichen Entwicklung sprechen, die mit den beiden zuerst genannten eng verkoppelt sind. Einzig in seiner Geldform kann das Kapital unendlich wachsen, und eben dies geschieht unter Beteiligung der staatlichen Akteure und mit der Folge, dass die Spaltung der Gesellschaften in private Geldvermögensbesitzer und private wie öffentliche Schuldner sich immer stärker weitet. Wie der metabolische Riss im Verhältnis zwischen menschlicher und außermenschlicher Natur sich bis an den Rand ökologischer Kipppunkte geweitet hat, so droht der Riss zwischen den großen und weiter wachsenden Vermögen auf der einen Seite und der epidemischen Ausbreitung von sozialer und ökonomischer Ungleichheit auf der anderen Seite die Gesellschaften zu zerreißen, und dies gleichsam überall. Dies ist unvermeidlich, wenn die Anhäufung von Schulden und die Überlastung der Schuldenfähigkeit von Schuldnern mit einer Konzentration von Kapital und Macht bei einigen wenigen transnationalen Unternehmen einhergeht und wenn deren Macht sich dann auch noch in die Konzentration von politischer Macht übersetzt, die keiner politischen Kontrolle mehr zugänglich ist und die zugleich die Weltgemeinschaft in Konflikte treibt, die immer häufiger unter Einsatz von Gewalt ausgetragen werden. Wachsende soziale und ökonomische Ungleichheit, die in aller Regel mit einer Vertiefung sozialer und ökonomischer Unsicherheit einhergeht, sowohl innerhalb wie zwischen den Weltregionen und einzelnen Staaten, erschwert zugleich die notwendige sozial-ökologische Transformation. Denn die Spaltungen vermehren die Zahl der überflüssigen Menschen. Überflüssig werden immer mehr Menschen, weil ihre Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden oder weil sie solche erst gar nicht erwerben konnten, weil ihnen psychische
weil ihnen psychische oder soziale Kompetenzen, ökonomische Mittel oder stützende soziale Netzwerke fehlen, um mit der rasanten Veränderung ihrer Lebens- und Arbeitswelt Schritt halten zu können, weil sie gegen Recht und Ordnung verstoßen haben oder schlichtweg deswegen, weil sie eine ethnische, religiöse, nationale oder geschlechtliche Identität haben, die als fremd, als nicht dazugehörig definiert werden kann, von wem auch immer, nach beliebigen und auswechselbaren Kriterien. In der Folge sind eine Überdehnung von Konsens- und Konfliktregulierung nahezu unvermeidlich. Und dies beileibe nicht nur in Gesellschaften mit einer unterentwickelten demokratischen Kultur. So kommt es nicht allein im System der Gebrauchswerte der Natur und im System der Werte in der Ökonomie, sondern auch im sozialen Gewebe der Gesellschaften zu Kipppunkten, wenn eine wachsende Zahl von überflüssigen Menschen aus dem Gemeinwesen entfernt oder von diesem ferngehalten werden und folglich gar nicht mehr zählen, weder als Bürger und noch nicht einmal als Menschen. Tatsächlich lässt sich heute schon an vielen Orten in der Welt eine Spaltung der Gesellschaft feststellen, in geschützte Zonen, der in das globale System von Produktion, Verteilung, Konsum und Kommunikation noch einbezogenen, die jenseits aller nationalen, ethnischen, religiösen, geschlechts- und klassenspezifischen Unterschiede eine leistungs- und konkurrenzbezogene Kultur des Neoliberalismus teilen, wenn auch in abgestufter Intensität, und in die Nicht-Zonen, in denen die aus dem gesellschaftlichen Leben bereits Verbannten leben, als Objekte politischer und polizeilicher Kontrolle und militärischer Abwehr. Zu diesen Nicht-Zonen menschlichen Lebens gehören in vielen Ländern die hoffnungslos überfüllten Gefängnisse, etwa in den USA, in Brasilien, in Indonesien, in denen Millionen von Menschen oft für kleinste Vergehen, meist unter menschenunwürdigen Bedingungen und oft für lange Zeit, manchmal sogar für die Dauer ihres Lebens, weggesperrt werden. Dazu rechnen aber vor allen Dingen auch die unzähligen Lager, die innerhalb nationaler Territorien, an deren Grenzen und immer häufiger auf der Basis fragwürdiger Kooperationsverträge auf dem Territorium fremder Staaten errichtet werden. Mit Zäunen, Wällen, Gräben und unter Einsatz von modernem technischen und militärischem Gerät werden sie zu Sicherheitszonen ausgebaut, die die Bewohner jenseits der Schutzwelle vor der Begegnung mit den Überflüssigen schützen sollen. Faktisch aber sind auch viele informelle Siedlungen in und am Rande der Mega- und der großen Städte zu Aufenthaltsräumen für die Ausgeschlossenen geworden. Nur als Dienstboten und schlecht bezahlte Arbeitskräfte dürfen sie für genau bemessene Zeiten und Aufgaben in die gesicherten Zonen eindringen, immer überwacht, ob durch technische Apparate oder leibliche Sicherheitskräfte. Diese einst von Hannah Arendt so bezeichnete Weltlagermentalität, die Ausdruck eines schwerwiegenden Mangels an Zivilität und Humanität ist, hat zwar nicht überall dieselben Ausprägungen und drückt sich auch nicht auf dieselbe Art und Weise aus, doch ist der von Thomas Hobbes imaginierte vorzivilisatorische Zustand des Bellum Omnium contra Omnus durch den Raubbau an lebenserhaltenen Ressourcen, die damit einhergehende Überbeanspruchung und Zerstörung von Lebensräumen in Verbindung mit der epidemischen Ausbreitung von Unsicherheit und Ungleichheit und dem ungezügelten Einsatz von Dual-Use-Technologien zur Feindabwehr in eine greifbare zeitliche Nähe gerückt. In zunehmend desintegrierten Gesellschaften verwandeln sich die in der Belletristik schon oft beschriebenen Dystopien des permanenten Belagerungszustands in durchaus realistische Zukunftsszenarien. Dabei steht nichts weniger auf dem Spiel als die Selbstvernichtung des Menschen als ein Kulturwesen. Daher sollte uns nicht allein seine möglich gewordene physische Vernichtung in großer Zahl kümmern, sondern seine vorgängige Vernichtung als politisches Wesen. Denn wenn wesentliche gesellschaftliche Institutionen und normative Grundhaltungen, die für das Zusammenleben in einer durch die Ökonomie und die Ökologie des Kapitalismus entgrenzten Welt unverzichtbar sind, nicht mehr gewährleistet sind, wird die erlebte oder auch nur erahnte Zukunftslosigkeit zu einem Nährboden für die Barbarei. Wer seine eigene Sache als verloren ansieht, der mag eine
gewisse Befriedigung daraus ziehen, möglichst viele andere mitzureißen in den Untergang. So Theodor W. Adorno in einem erst kürzlich veröffentlichten Aufsatz, den er zum Aufstieg der Faschisten in der Weimarer Republik verfasst hat. In dem Maß, in dem sich zeigt, dass sich soziales und ökonomisches Elend auf menschenwürdige Weise im Kapitalismus nicht beseitigen lässt und neue Bedrohungen infolge der ökologischen Katastrophen bewältigt werden müssen, besteht die Gefahr, dass eben nicht, wie von Sozialwissenschaftlern immer gefordert, die Resilienz der Gesellschaften wächst. Ganz im Gegenteil. Es wächst eher die Bereitschaft, Lösungen zu unterstützen, die greifbar und schnell und vor allem endgültig sind. Darunter dürfte die Lösung, sich überflüssiger Menschen zu entledigen, an vorderster Stelle stehen. Selbst in Kreisen, ich habe es bedauerlicherweise schon jetzt häufiger erlebt, die sich als links verstehen, ist das Argument sagbar geworden, dass ja nicht unser Ressourcenverbrauch und die von uns verursachten Emissionen ein Problem darstellen, weil wir doch nur ein paar Millionen sind, sondern die Zahl der Menschen, die zur Jahrhundertmitte in Asien und Afrika leben werden. Schon bald könnte sich diese bequeme und dumme Ignoranz von Menschen, wie ich es erlebt habe mit Hochschulabschlüssen, leicht in die von mir skizzierte, zugegebenermaßen dystopische Perspektive wandeln, unseren angestammten Platz in den gemäßigten Breiten, die bei den Klimakatastrophen der kommenden Jahre wohl noch relativ glimpflich davon kommen werden, gegen jedwede Eindringlinge zu verteidigen und dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Soweit meine zugegebenermaßen nicht gerade optimistische Zeitdiagnose. Auf die politischen Konsequenzen, die sich aus ihr ergeben könnten, möchte ich hier nicht nur aus Zeitgründen nicht eingehen. In anderen Zusammenhängen wird viel über die normativen Prinzipien debattiert, an denen wir eine sozial-ökologische Transformation ausrichten könnten und sollten. Es sind auch schon ganz viele Berechnungen vorgelegt worden, was ein New Green Deal für uns hier in Deutschland ausgedrückt in Euro kosten würde. In der Regel kommen in diesen Berechnungen aber weder die Land- und Wasserimporte vor, die für die Realisierung eines Green New Deal bei uns aus dem Rest der Welt bezogen werden müsste, noch die Emissionen, die deutsche Energie- und Industrieunternehmen im europäischen Emissionshandelssystem schlicht wegrechnen können. Ich möchte auch nicht auf die hinlänglich debattierten Erwartungen eingehen, die sich an eine solidarische Ökonomie und eine Ökonomie der Commons knüpfen. Ich versage mir auch Kommentare zu den programmatischen Vorschlägen eines Neosozialismus, wie sie von Vertretern im Umkreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung geäußert werden. Einmal ganz abgesehen davon, dass uns vermutlich keiner dieser Pfade schnell genug dahin bringen würde, in 2 bis 3 Jahrzehnten sowohl unseren Stoffverbrauch wie unsere Emissionen, nicht nur an CO2, sondern auch der Emissionen, die sehr viel klimaschädlicher sind, nämlich von Methan, Lachgas und Fluorwasserstoffen. Bei all denen geht es um eine Reduktion von 85-90% bis zur Jahrhundertwende. Gleiches gilt für den Stoffverbrauch von allen und jeden in einer ähnlichen Größenordnung. Das kann man sich vielleicht auch so übersetzen, wir hätten eigentlich eine Rückentwicklung bei Stoffverbrauch und Emissionen zu machen, zunächst auf das Jahr 1970, dann auf das Jahr 1960 und am Ende auf das Jahr 1950, nur um in etwa die Größenordnung zu kriegen. Was mich vor allen Dingen besorgt, ist, dass alle diese schönen Debatten, an denen ich schon häufig beteiligt war, voraussetzen, dass wir ganz ohne harte Konflikte, ohne Gewalt und ohne Gegengewalt in friedlicher Übereinkunft von Geldvermögensbesitzern und ihren Schuldnern einen Ausweg aus der Sackgasse finden können, in die wir uns manövriert haben. Nicht, dass es irgendetwas beispielsweise gegen die Perspektive einer solidarischen Ökonomie einzuwenden gäbe. Als Rückfall und Sicherheitsnetz in schwierigen Zeiten werden sich Menschen überall in der Welt auf Genossenschaften, auf Gartenstadtbewegung und Urban Gardening besinnen und Commons, wo sie noch vorhanden sind, zu pflegen versuchen. Die meist aus der Not geborenen Formen von sozial gerechter und ökologisch verträglicher Selbsthilfe
mögen heute selbst für gar nicht bedürftige Menschen in den reichen Industrieländern attraktiv sein. Doch das allein macht aus guten Diskussionsbeiträgen noch kein politisches Projekt mit Durchsetzungschancen. Zu einer sozialökologischen Transformation des real existierenden weltökonomischen und weltökologischen Systems des Kapitalismus können solche Debattenbeiträge und die Vielzahl von Initiativen, auf die sie sich stützen, wohl nur werden, wenn sie dessen Funktionsvoraussetzungen in Frage stellen und damit, sorry, zugleich die Macht des Staates, der diese mithilfe seiner rechtlichen und seiner Gewaltmittel garantiert. Wer aber nur deshalb von einer notwendigen sozialökologischen Transformation spricht, weil er das böse R-Wort vermeiden will, der wird in den absehbar harten Konflikten, die in der näheren Zukunft drohen, nicht unbedingt glaubwürdiger als all jene dastehen, die heute ihr politisches Kalkül darauf bauen, dass es schon nicht so schlimm kommen wird, wie die Naturwissenschaftler es uns weismachen wollen. Wenn Kipppunkte im biophysischen System der Erde bedrohlich näher rücken und aufgrund der genannten Rückkopplungsmechanismen ein vollständiger Zusammenbruch dieses Systems nicht ausgeschlossen werden kann, muss die Frage gestellt werden, ob es noch genügend Zeit gibt, einen evolutionären Pfad der Transformation des Kapitalismus beschreiten zu können oder ob nicht eine sozialökonomische Revolution wahrscheinlicher wird. Wobei wir uns eine solche Revolution nicht als Aufstand der Massen mit dem Ziel der Errichtung eines sozialökologischen Paradieses auf Erden vorstellen sollten. Wahrscheinlicher ist eine moderne Variante jener zahlreichen und sich über einen längeren Zeitraum hinziehenden Volksaufstände, Pogrome, Hungerrevolten, Kriege und Beispiele von Staatszerfall, die der britische Globalhistoriker Jeffrey Parker über die Dauer des gesamten 17. Jahrhunderts hinweg in Russland, China, Japan, Indien, Nord- und Südamerika und in Europa festgestellt und untersucht hat. Und an dessen Ende, wie wir wissen, in Europa das Schicksal des Feudalismus besiegelt war. Parkers These, dass die im 17. Jahrhundert auf der nördlichen Erdhalbkugel ausgelösten, vor allen Dingen auf der nördlichen Erdhalbkugel, aber nicht nur, ausgelösten ökonomischen, sozialen und politischen Veränderungen auf vorherige Veränderungen des Klimas, die sogenannte kleine Eiszeit, zurückgeführt werden könnten, werden heute durch Studien von Klimaforschern erhärtet. Nicht allein Vulkanausbrüche oder eine weniger intensiv strahlende Sonne, wie lange angenommen wurde, kann demnach für die deutliche Abkühlung der Temperaturen um 3-4 Grad, in einigen Stellen auch noch mehr, verantwortlich gemacht werden, sondern der nachweisbare Rückgang von CO2-Emissionen in der Erdatmosphäre, ausgelöst durch das Massensterben der amerikanischen Bevölkerung nach Ankunft der ersten Europäer im frühen 16. Jahrhundert. Die um 90% geschrumpfte Urbevölkerung des Doppelkontinents ließ riesige, zuvor landwirtschaftlich genutzte Flächen brach liegen, mit dem Effekt, dass auf einer Fläche so groß wie Frankreich die natürliche Vegetation zu wachsen begann und der Luft Treibhausgase entzogen wurden. So viel zum historischen Vergleich. Meine Schlussfolgerung ist sehr lapidar. Nachdem das Prinzip Verantwortung ganz offensichtlich versagt, das können wir gleichsam tagtäglich erleben, sollten wir es meiner Meinung nach nicht mit dem Prinzip Hoffnung versuchen, um uns damit zu trösten. Eher möchte ich dazu raten, der Aufforderung von Greta Thunberg zu folgen und ein bisschen zumindest in Panik zu verfallen. Angst und Panik müssen nicht unbedingt lähmen, wie immer behauptet wird. Seitdem der Mensch im Holozän erschienen ist, hat er den Tieren Angst eingejagt. Viel Angst. Doch haben die Tiere darauf nicht nur mit Flucht, sondern mit einer recht differenzierten Strategie reagiert, sodass zumindest viele, wenn auch nicht alle von ihnen, überleben konnten. Wieso, so frage ich mich, wieso sollte bei intelligenten Menschen Versagen, was bei Ratten, Kakerlaken und Tigern funktioniert? Wenn schon Verantwortung und Hoffnung uns nicht zur Vernunft bringen können, dann könnte vielleicht die Angst vor dem Erreichen und Überschreiten ökologischer, ökonomischer und sozialer Kipppunkte den Anstoß zu radikalen Eingriffen
in die soziale Formation des Kapitalismus geben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.